Hallo Leute, schönen guten Morgen, schöne gute Woche. Heute ist Montag. Die letzte Woche und vor allem das Wochenende waren sehr anstrengend für mich, weil ich einfach, wir hatten 3 Einzelcoachings, zum Teil parallel wegen der Corona-Regeln und ich gebe immer dann in diesen Einzelcoachings immer alles, sodass ich mich danach komplett leer fühle und am Wochenende, da merke ich das nicht so, dass die Energie rausgeht. Am Montag dann bräuchte ich einen Tag Urlaub und da das nicht so ganz geht, habe ich gedacht, ich mache eine kurze Stippvisite hier im Wald, in der Nachbarschaft, filme ein bisschen, komme ein bisschen runter, atme Waldluft, tank die Energie hier, vielleicht baue ich mir die Hängematte auf, habe ich auf jeden Fall dabei und komme dann gestärkt am Nachmittag nach Hause und kann die Woche beginnen. In diesem Sinne. Oh, ich habe richtig geschlafen.
total friedlich. Ja. Und diese kleine Lichtung ist wunderbar. Ich bin da mitten eigentlich zwei Dörfer links und rechts irgendwo. Und ich bin in der Mitte von so Staatswegen. Aber hier ist absolut ruhig. Die Sonne fällt auf das Moos und dann sieht man immer so kleine weiß-gelbe Schmetterlinge da in dem Sonnenlicht fliegen. Was dominant wird ganz schnell, wenn man zur Ruhe kommt, ist der Wind in den Blättern, in den Bäumen. Immer dann, wenn ich das höre, dann weiß ich, dass ich angekommen bin. Okay, Leute, das hat so gut getan. Ich habe echt ein bisschen geschlafen, Tiefschlaf, habe sogar ein bisschen geträumt hier auf der Lichtung. War hier aber ganz woanders und es waren jetzt eigentlich nur 2 Stunden. Hier zu sein, 4 Stunden insgesamt, bin ein anderer Mensch. Tatsächlich wieder total aufgeladen und einfach gut gelaunt, pack mal die Woche an. Ich kann das nur empfehlen, geh raus in die Natur und schalt einfach mal ab, komm runter, komm hier an und tank die Energie. Nicht umsonst sagen die Japaner Waldbaden, Walddusche. Das hat schon was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.